Tag zusammen. Heute sind wir hier auf der RDA Group Travel Expo. Busfahrt, das Fachmagazin für Technik und Touristik in Europa. Bitte einsteigen. Herzlich willkommen zur Busfahrt. Ich bin hier beim Herrn Esser, dem Veranstalter der RDA Group Travel Expo. Und Sie können uns quasi einen richtigen Einblick geben und Informationen über den Verlauf dieser Veranstaltung seit letztem Jahr und diesem Jahr. Wie viele Aussteller sind denn dieses Jahr dabei? Naja, es sind jetzt rund 200 Aussteller und wir sind eigentlich ganz zufrieden. Wir hatten letztes Jahr im August natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation mitten in der Pandemie. Haben dort auch ein Format gefunden, wo wir, ich meine, 120 Aussteller hatten, also deutlich weniger. Ist aber längst nicht das Format, was der RDA jetzt schon sehr, sehr lange fährt, eben mit 500, 600 Ausstellern. Und man kann jetzt nicht erwarten, dass es hier zum Regelgeschäft kommt. Dafür ist es noch zu früh. Aber ich bin doch überrascht, dass sehr, sehr viele da sind und tatsächlich auch aus Belgien, aus Niederlanden, Busreiseveranstalter, die sich hier informieren, ganz gezielt einkaufen. Und das ist wirklich beachtlich. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden und mal gucken, wie morgen der Tag wird. Zweiter Tag ist immer etwas schwächer. Aber ich habe auch mit vielen Kollegen schon gesprochen, die sind im Grunde ganz guten Mutes. Ja, sehen Sie da einen gewissen Trend jetzt bei den Ausstellern, wie die sich neu formiert haben? Nee, ich denke, so einen Trend kann ich noch nicht erkennen. Aber was man erkennen kann, ist, dass alle richtig froh sind, dass wir uns jetzt endlich mal wieder live und in Farbe sehen. So eine Zuversicht, so wo wir sagen, wir sind jetzt nicht mehr auf Zoom oder auf WebEx oder so, sondern wir treffen uns jetzt mal wieder so, wie wir das kennen. Und man kann den Wert einer Messe jetzt auch erst richtig verstehen, wo man weiß, wie das Leben ist ohne eine Messeveranstaltung. Ja. Und wie das dann ist mit virtuellen Formaten, so wichtig die in der Pandemie waren, so sehr schätzt man die Präsenzveranstaltung heute. Ja. Was haben Sie denn schon für nächstes Jahr geplant? Ja, wir werden im April auch wieder in dieser Halle in Köln eine Veranstaltung machen. Dann gehen wir natürlich mit Blick heute davon aus, dass es pandemiefrei ist, also soweit es geht pandemiefrei. Der Virus wird uns ja anscheinend nicht mehr verlassen, aber möglicherweise so stark in den Hintergrund gedrückt, dass wir da nicht mehr so drauf achten müssen, wie das in der Vergangenheit jetzt nötig war in den letzten zwei Veranstaltungen mit dieser. Und dann werden wir einfach ein ganz normales Geschäft dringend auch brauchen, weil dann auch die Überbrückungshilfen und so weiter wahrscheinlich nicht mehr in dem Maße zur Verfügung stehen werden, wie wir das aktuell vom Staat ja noch bekommen. Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Esser. Viel Erfolg mit dieser Messe, auf das auch im April, dass sie gut besucht wird. Vielen Dank. Danke. Dann schauen wir mal, was wir hier in Köln alles so rausfinden. Bitte einsteigen! Bitte einsteigen! Busfahrt, das Fachmagazin für Technik und Touristik in Europa. Bitte einsteigen!